Gerald Groß ist bei uns. Wie siehst du diese Wahlempfehlungen? Ja, einmal der Kreis, der Wahlempfehlungen abgibt, ist ja in Wahrheit ident mit denen, die 2015 alle gesagt haben, wir schaffen das. Und jetzt offenbar ein schlechtes Gewissen haben, die letzten 9 Jahre geschwiegen haben, bei dem Einzelfall, bei der Vergewaltigung. Der Personenkreis ist im Übrigen ident mit denen, die 2020 dem Corona-Wahn verfallen sind und treu gemäß der Coronitis an der Seite der Bundesregierung gestanden sind und allen erklärt haben, wir werden sterben. Das heißt, es sind immer wieder dieselben Handaffen, die bei Zeiten, entweder bei Corona, bei einer Flüchtlingskrise oder bei Wahlen, vor den Vorhang gezaubert werden, um Stimmung zu machen. Und hier wird halt Stimmung mit der Angst gemacht. Conchita Wurst sieht Neonazis aufmarschieren in Österreich. Also jetzt bin ich seit gut 47 Jahren Österreicher, bin im 48. Lebensjahr, habe keine Neonazi-Aufmärsche erlebt. Der Nächste sieht die Demokratie in Gefahr und das überhaupt wie in eine Diktatur rutschen. Also ich kann es nur darauf schließen, Verwirrte und Verirrte. Hilfreich ist es eher für jene nicht, die so etwas tun. Warum? Und da hat der Kickl recht. Zuerst kommt das betreute Denken, das für einen großen Teil das Medien durch, dann kommt das betreute Wählen. Ich bin mündig genug, dass ich weder Koksnosen noch Z bis Y-Promis brauche, um mir zu sagen, wie ich mein demokratisches Recht in Anspruch nehme. Mhm. Herbert Kickl hat dazu auch noch gemeint am Samstag, darunter seien eben viele, die bei Corona auf der Seite des Geldes und Machtmissbrauchs gestanden wären. Was denkst du, erwarten sich Prominente davon, wenn sie solche Videos ins Netz stellen? Gibt es da irgendwie, fließt da auch Geld? Nein, das ist Gratismut. Das nennt man Gratismut. Das erleben wir, dass immer dann, wenn der Chor der Wölfe zu heulen beginnt, dass alle mit in den Chor sofort einstimmen, weil es bringt nur Publicity und schadet einem nicht, weil man steht ja auf der richtigen Seite. Das nennt sich Gratismut. Wie der Herr Deichtmeister wegen seinen Malversationen rund um kinderpornografische Darstellung, also der Kollege von denen allen, vor Gericht gestanden ist, haben die alle die Pfeifen gehalten. Halten Sie das Maul. Ja? Wenn ein Polizist irgendwo abgestochen wird, halten Sie auch das Maul. Wenn als die Leonie geschändert worden ist, von 4 Afghanen umgebracht worden ist und wie ein Sandsack, ein Müllsack abgelegt wurde an der Straße, hast du von denen nichts gehört. Da gab es keine Adele Neuhauser, keinen Reinhard Fendrich, die gab es alle nicht. Die gibt es wirklich nur auf Knopfdruck, auf Bestellung. Das ist so, wie wenn du bei McDonald's vorbeifährst. Und es gibt so einen Gutmenschen McDonald's, da fährst du vorbei, gibst die Nummer 45 ein und dann tauchen die Gespenster alle auf und auf Knopfdruck bringen die halt ihre Videos, um in irgendeiner Form Wahlkampf mitzumachen. Ich sage immer, Schuster bleibt bei denen leisten. Ich gestehe ihnen zu, dass sie alle ihre Meinung haben. Das, was ich so komisch finde, ist, dass sie erstens mit ihrer Meinung, wenn ich mir den einzelnen Proponenten anschaue, immer falsch liegen. Ja? Und das Zweite ist, immer parteipolitisch mit der Brille links. So, okay, sei es drum. Ich bin ja der Meinung, dass Frau Hörweger dem Sebastian Kurz nicht geholfen hat. Daher glaube ich auch nicht, dass Mavi Hörweger dem Andreas Babler hilft. Also auf so eine Hilfe kann man verzichten. Apropos Andreas Babler, heute Abend ist es soweit. Um ca. 19 Uhr wird er seine große Rede beim Wahlkampfauftakt am Praterstern in Wien halten. Wir sind da mit dabei, werden das Ganze live übertragen. Was erwartest du dir von den letzten 20 Tagen? Es sind nur mehr 20 Tage, dann wird gewählt. Was kommt da jetzt auf uns zu? Also das, was ich sehe, sind ca. 100 TV-Duelle. Spitzenkandidaten, die für Bundesländerkundgebungen keine Zeit mehr haben, weil sie in Wien von einem TV-Studio ans andere herumgereicht werden. OE24 hat jeden Tag Duelle, jeden Tag von Montag bis Freitag mit politischen Kandidatinnen und Kandidaten. Der ORF hat seine Duelle, alle haben ihre Duelle, jedes Medium, jede Zeitung will ihre Interviews haben. Ja, das ist mittlerweile der US-Wahlkampf, es ist ein reiner Medienwahlkampf geworden. Die großen Kundgebungen liegen bereits zurück und in der letzten Woche wird es dann große Abschlusskundgebungen geben. Wenn etwas Spannendes passieren sollte, also wenn eine Partei etwas im Köcher hätte, das sie spielen könnte gegen eine andere Partei, vice versa, dann sollte das in dieser Woche kommen. Ansonsten würde ich sagen, die letzten 7 bis 10 Tage, nein, ich höre eben nichts, das wundert mich ja, aber die letzten 7 bis 10 Tage sind dann relativ klar, dann ist die Kugel aus dem Lauf. Also ich glaube, dass wir uns jetzt in der heißesten Phase befinden. Wenn in der Woche keine großen Fehler passieren, weder in die eine noch in die andere Richtung, dann manifestiert sich das, was wir in den Umfragen sehen. Dann ist der Käse gegessen quasi.
Es gibt einen großen Teil, ein Drittel, sagt man ein Viertel oder ein Drittel der Wähler, die sich tatsächlich erst an der Wahlurne entscheiden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass bei dieser Wahl die Entscheidung schon viel früher gefallen ist. Meine Entscheidung ist schon vor 2, 3 Jahren gefallen und ich habe sie bis heute nicht bereut. Es ist die Woche der Wahrheit. Ich glaube, so kann man es wirklich nennen. Du gehst dich jetzt aufwärmen, denn du hast jetzt noch ein kleines Duell vor dir. Wir haben heute am Abend, wie montags immer, Schlag den Groß heute mit Nico Kern. Den hast du ja schon öfter geschlagen. Ich freue mich besonders darauf. Sehr schön. Sind wir schon gespannt, wobei Nico Kern ja auch gut trainiert ist, gell? Aber es ist ja eh nur verbal, das Ganze. Ja. Nein, ich trete ja nicht gegen ihn im Boxring an, sondern in einem TV-Studio. So was Ähnliches, gell? Mittlerweile bin ich schon so ein Springkinkerl, also das ist ja... Wir freuen uns auf heute Abend. Wie gesagt, um ca. 21 Uhr wird es dann losgehen. Schlag den Groß mit Gerald Groß.